herzlich willkommen bei uns auf dem Hochzeitskanal. Heute geht es um Destination Weddings. Also ein ganzes Wochenende mit den Gästen irgendwo mit Übernachtung. Eigentlich reicht das schon, wenn man übernachten muss, dass es eine Destination Wedding ist. Und ja, es hat unendlich viele Vorteile. Es hat auch Nachteile. Aber eigentlich nur für die Gäste, weil es für die Gäste teurer wird. Und denke schon, dass man das auch mit beachten muss. Und ich habe gerade dieses Jahr eine Braut, die mit uns heiratet, die man ist ja in dem Alter und dann fliegt man überall hin. Und genau, also das ist der einzige Nachteil, dass man extreme Kosten hat als Gast. Aber ansonsten kann ich es nur jedem Brautpaar ans Herz legen, weil nur schon der Abend, Nachmittag, die Nacht davor ist so speziell und so besonders, weil man sich da dann das erste Mal sieht und kennenlernt, die sich noch nicht kennengelernt haben und man da einfach schon mal richtig rein feiern kann. Man kann eine enorme Stimmung aufbauen und ja, da wird auch ein bisschen was getrunken, aber ja, macht ja nichts. Vielleicht trinken die Leute dann am nächsten Tag weniger, vielleicht auch nicht. Aber sie haben auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Hochzeit. Und nicht irgendwie, sie heiraten bei sich im Dorf und die Kirche ist womöglich um eins. Und wobei, dann haben sie eigentlich trotzdem eine lange Hochzeit. Aber dann brauchen sie ganz viel Zeit, die Gäste zu entertainen. Also, ich mache ein neues Beispiel. Sie heiraten bei sich im Dorf um vier. Und das dauert eine Stunde, dann die ganzen Gratulationen und dann ist das Essen und dann ist das Fest und dann ist morgen um zwei und dann ist vorbei. Und das waren jetzt in meiner Rechnung gerade mal 10 Stunden Hochzeit. Und dafür haben wir jetzt ein Jahr geplant. Nee, oder? Also, Destination Wedding bedeutet Freitag, Samstag und Sonntag. Wobei ich schon sagen muss, da mache ich aber glaube ich gleich ein extra Video draus, was das eigentlich bedeutet, wenn man noch die Leute zum Brunch einlädt. Ich lege es Ihnen ans Herz, weil ihre Hochzeit wird auch nicht teurer. In der Regel überlegt man sich sehr gut, wie viele Gäste man mitnimmt nach Timbuktu. Bis dann. Ciao.